Und irgendwann hat es dann die chemische Industrie aufgegriffen und einfach nur Geschmäcker gemacht, die eigentlich gar keine sind, also wo Informationen an unsere Gehirnzellen übertragen werden. Und das sind chemische Substanzen, die Zellstörungen verursachen. Herzlich willkommen zur Gesundheit mit Florian Sauer. und Andreas Paffra, deinem Podcast für ein gesünderes, vitaleres und glücklicheres Leben. Folge 12. Ihr Lieben, wir müssen uns an dieser Stelle erstmal ganz, ganz herzlich bedanken für unglaublich tolles Feedback, das wir hier erhalten haben zum Start unseres Podcasts. Vielen, vielen Dank. Oh ja. Dank eurer Unterstützung haben wir es mit unserem Podcast bis auf Platz 2 in den iTunes-Charts in der Kategorie Gesundheit geschafft. Und das aus dem Nichts quasi. Absoluter Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Der Traum eines jeden Podcasters. Und dafür möchten wir wirklich ein ganz herzliches Dankeschön nochmal aussprechen für alle, die uns dabei unterstützt haben, uns positives, liebes Feedback geschickt haben. Und ja, wir freuen uns auf viele weitere Folgen, Freunde, oder? Genau, und das macht auch Freude und natürlich Mut, diese Arbeit anzugehen, zu sagen, okay, wir sind ein Beitrag dafür, dass Menschen mit diesem Wissen auch in die Umsetzung kommen und das Bestmöglichste für sich dabei rausholen. Genau. Ja, heute haben wir uns wieder ein schönes Thema ausgesucht, warum du dich Ich darf täglich sagen. selbst vergiftest. Du willst das sagen, Florian. Na komm. Genau, also. Wieder so. Wir machen heute mal so ein Yin-Yang-Ding. Ich bin der böse schwarze Mann, Andreas, und du bist der Ritter mit der Lösung. Ja, also Und deswegen quasi wie geht immer, es, ja, genau. genau, deswegen geht es heute darum, warum du dich täglich selbst vergiftest, einfach auch mal Dinge aufzuzeigen, die uns im Alltag gar nicht auffallen, die Ursache sind für heutige Probleme und natürlich Zivilisationskrankheiten, die unsere Kranken- oder Wartezimmer füllen. Dinge, die eigentlich gar nicht sein müssten. Ja, da bin ich mal sehr gespannt, Florian, was wir da heute wieder raushauen. Schauen wir mal. Also, mit was fangen wir denn an? Also ich würde erstmal mit einfachen Basics anfangen aus dem ganz normalen Leben. Zum Beispiel das Wort Aromastoffe, Geschmacksverstärker oder Klebereiweiße, sowas hat jeder schon mal gehört, aber keiner kann sich das wirklich drunter vorstellen. Und in der Geschichte musst du dir das so vorstellen, im Ersten Weltkrieg wurde das Essen für die Soldaten noch frisch gekocht und es wurde in Tontöpfen transportiert. Dadurch hat aber schon durch das Kochen der Geschmack nachgelassen und auch die Tontöpfe sind schnell kaputt gegangen. Man musste sich also logistisch eine andere Lösung einfallen lassen. Also hat man im Zweiten Weltkrieg das Weißblech entwickelt und die Aludose und hat das Essen in diesen großen Behältern auch gleichzeitig gekocht. Durch diese Entladung über das Kochen gehen natürlich die Geschmäcker weg, durch das lange Zerkochen, um es keimfrei zu machen und so weiter. Also musste sich die Industrie etwas einfallen lassen. Sie mussten Geschmacksverstärker entwickeln, also etwas, das ins Essen hineingegeben wird, nicht nur Salz und Pfeffer, um den Geschmack zu verstärken. Und irgendwann hat es dann die chemische Industrie aufgegriffen und einfach nur Geschmäcker gemacht, die eigentlich gar keine sind, also wo Informationen an unsere Gehirnzellen übertragen werden. Und das sind chemische Substanzen, die Zellstörungen verursachen. Da spreche ich ganz klar über Glutamat, über Pögelsalze und solche Sachen, ja? Und früher waren in dem Essen ja nur Pfeffer und Salz drin, es waren zwei Geschmacksverstärker, aber heutzutage sind 38 Geschmacksverstärker drin und das belastet um das 30-fache manchmal unseren Körper nur bei einer Mahlzeit. Und das ist ein Riesenproblem. Und dann wird in jedes Essen Salz reingemacht und das erhöht den Natriumwert im Körper, dadurch entsteht Zellstress. Und das Kalium reduziert sich, dadurch werden unsere Mitochondrien gelähmt. Die eigentlich dafür da sind, wenn wir früh aufstehen, dass wir Energie haben, dass wir die Welt umarmen, dass wir Lust auf Sex, auf Sport, auf Arbeit, auch auf Geld und auf Gesundheit haben, Andreas. Dass wir Probleme sehen und diese lösen. Und wenn diese Säure in unserem Gehirn weg ist, dass wir mit ganz natürlichen Sachen arbeiten, und da gibt es ja ganz viel, dann haben wir schon mal eine Veränderung. Das heißt, wir leben echter mit echtem Essen, echten Gewürzen und die tun uns gut. Ja, mein Part ist ja heute der Liebe, der Gute, der Mann mit den vielen Lösungen. Von daher, ich habe gerade schon, als du deine Aufzählung hattest, schon gesehen, wie alle ein dickes Grinsen im Gesicht haben und sagen, ja, mehr davon, das will ich. Genau. Also, was kann man denn tun, Florian, um das zu vermeiden? Und wenn wir jetzt über den Geschmack reden, wir können natürlich
Also wir können natürlich ganz natürlich würzen, und zwar auf sehr hohem Niveau. Wir können mit natürlicher Gemüsebrühe arbeiten, wir können mit fermentierter Tamari-Soße arbeiten, die steht bei uns in der Küche immer sehr, sehr lecker. Oder wir können mit Hefeflocken arbeiten, und Genau. da rede ich jetzt nicht von der Bierhefe, sondern von Hefeflocken aus der Würzmelasse mit deaktivierter Hefekultur. Was können wir noch machen? Wir können würzen mit Kräutern. Früher wurde es ja genauso gemacht, mit getrockneten Kräutern, ja. Und da kann man natürlich bei Maria Treben und Hildegard von Bingen mal nachschauen. Das ist eine gute Quelle für natürliche Hausgewürze. Was haben wir noch? Das Thema Salze hast du angesprochen. Salze als solche sind ja erstmal nichts Schlimmes. Ja, früher war Salz Gold wert oder wurde mit Gold aufgewogen. Aber es ist halt das Problem, dass heute auch Salze verwendet werden, die einfach chemisch bearbeitet sind, weil sie zum Beispiel mit Rieselhilfen versehen werden oder jodiert oder keine Ahnung. Oder sind halt belastet, weil es Salze sind, die aus dem Meer kommen, die in der Regel mit Nanokunststoffen belastet sind. Also wäre die Alternative, wenn du Salze nimmst, dann nimm doch natürliche Salz, wie zum Beispiel ein Steinsalz oder ein Tiefensalz, Lichtwurzelsalz oder das Himalaya-Salz. Ja, Andreas, stell dir vor, früher war Salz, das Wort Salz kommt ja von dem Wort Salt. Ja, und Salz war ja das Mittel, mit dem man die Soldaten früher, mit dem Sold, bezahlt hat. Das heißt, Salz hatte einen anderen Stellenwert wie heute. Das war wie Medizin sozusagen, zum Bezahlen, aber auch wenn man es als Nahrungszug genommen hat, weil es so kostbar war. Und heutzutage ist es verramscht in jedem Essen drin und wir erfahren zellulär eine zu starke Versalzung. Also würde ich gerne, wenn es geht, das zu reduzieren, wenn ich selber Küche zubereite, weil wenn ich industriell oder mal essen gehe, da wird ja schon überall Salz reingemacht und in der Menge ist es natürlich ein Konzentrat und damit für unseren Körper eine Belastung, die wir gerne verändern dürfen. Ja, also da haben wir jetzt ein paar Beispiele zu genannt und Genau. damit kommen wir jetzt zum zweiten Punkt. Genau. Wir wollen auch gar nicht sagen, dass Glutamate unsere Gehirnzellen lähmen, dass wir dadurch verblöden, ist natürlich auch noch ein Punkt, aber das kann dann, glaube ich, ein Biochemiker noch besser erklären. Ein weiterer Punkt wäre zum Beispiel heute eben die Art der Verarbeitung unserer Lebensmittel. Meine Oma Elsa, Andreas, 94 Jahre ist die alt geworden, mit einem Lächeln eingeschlafen. Berühmte Oma Naja, ich Elsa. meine, die hatte keine Zähne mehr, die hat eigentlich immer gelacht. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn die Essen gemacht hat, dann hat die alles frisch gemacht. Immer. Die ist immer in den Garten, Kräuter, meine ganze Kindheit über, ist ja alles aus unserer selbstgemachten Gartenerzeugung sozusagen produziert, konserviert und dann auch verarbeitet worden. Aber Packungen und mal schnell was angerührt, das gab es in meiner Kindheit. Ich komme ja noch aus der DDR bis zur 4. Klasse sozusagen. Und gab es nicht. Wir mussten von dem leben, was wir selber angebaut haben. Und heutzutage, Andreas, ich meine, wenn ich in den Supermarkt gehe, dann muss ich erstmal aufs Klo, wegen der Reizüberflutung. Da öffnet sich bei mir was anderes. Aber es ist so, dass diese Produkte, die wir zu uns nehmen, durch die Verarbeitung natürlich an ihre Energie verlieren. Das heißt, je verarbeiteter ein Produkt, je industrieller gemixt, erhitzt, konserviert, entkeimt und vermischt es ist, umso schwieriger ist es für den Körper, die Sachen zu erkennen bzw. sie zu verdauen. Im einfachsten, ein Kohlenhydrat ist ein Kohlenhydrat. Wenn dieses Kohlenhydrat aber erhitzt wird, Andreas, dann kriegt dein Körper dieses Kohlenhydrat nicht mehr mit. Er weiß gar nicht, wie viel von diesem Energiezucker sozusagen braucht er denn. Und er isst sich immer voll. Er hat keine instinktive Sperre mehr, dass der Magen sagt, stopp, ich habe jetzt genug von diesem Kohlenhydrat, das muss ich erstmal verdauen, sondern wir essen uns satt und voll. Irgendwann dehnt sich der Magen, dann kommt der kleine Reflux, wie ein kleines Bäuerchen, und dann werden wir müde, weil wir viel zu viel Zuckerstoffwechsel eingeleitet haben, Insulin, Adrenalin. Und es geht darum, das war jetzt nur ein Beispiel, die Art der Verarbeitung der Lebensmittel auf ein Minimum zu reduzieren. Das heißt, es geht darum, mehr Energie zu gewinnen durch bestimmte Verfahren und die kann man in sein Leben verändern. Ja, Du bist dran. jetzt bin ich wieder dran. Okay, also, was du gerade gesagt hast, das ist ganz spannend, wegen dieser Sperre, dieser ganz natürliche Sperre. Wenn ich Wildpflanzen zu mir nehme und die in den Mund zerkaue und wirklich schmecke und so nehme, wie sie in der Natur sind und zu mir nehme, dann kommt irgendwann der Punkt, wo ich sage, schmeckt mir nicht mehr, jetzt habe ich genug. Und Genau. das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja. Der geht mir flöten, selbst beim grünen Smoothie, der ja auch sehr gesund ist, selbst da geht es flöten schon, weil durch das Mischen mit anderen Sachen eben der Geschmack übertüncht wird und diese Reaktion, die natürliche Reaktion des Körpers, ist dann schon weg. Nur als Beispiel, also wie schnell das geht, dass dieser Punkt schon überschritten wird. Aber generell ist es natürlich so, ja, einfach
frische Produkte zu sich nehmen. Ja, das können natürlich rohe Produkte sein, da bin ich auf der sicheren Seite, aber ich sollte natürlich auch Bioprodukte oder Produkte aus der Region verwenden und nicht aus fertigen Packungen, die schon Monate alt sind, sonst wie verarbeitet sind und die 36 Zutaten, die du eben genannt hast, also ich wette, dass da noch viel mehr drin sind, weil es gibt nämlich Grenzwerte, wenn ich da drunter liege mit irgendwelchen Konservierungsstoffen, dann muss ich sie gar nicht auf die Verpackung draufschreiben, das ist Label Cleaning, ne? Also statt ein Konservierungsmittel drauf zu schreiben, was dann über dem Wert drauf übergeht, also muss ich draufschreiben, mache ich doch lieber 10, die alle unter dem Grenzwert sind und plötzlich ist mein Label sauber und es ist kein Konservierungsmittel mehr drauf. Muss aber, weil es nicht genannt werden muss. So geht das Spielchen ja heute. Also frische Produkte und Fastfood-Produkte runterschrauben. Lebensmittel mit hoher Qualität. Genau, Andreas, wir dürfen nicht vergessen, du und ich und auch du da draußen, wenn du das jetzt hörst, du bestehst aus Energie. Und deine Zellen brauchen Energie und dafür haben wir Mikroorganismen und die produzieren Energie. So wie der Baum über die Photosynthese sozusagen Energie produziert, unsere Luft reinigt und natürlich dadurch auch wächst. Er gibt Zucker an die Mikroorganismen ab in der Erde und die Mikroorganismen bringen ihnen dafür die Nährstoffe. Das ist ein Austausch. Und wenn ich jetzt mich als Körper so sehe, ich bin ein Energiewesen, dann brauche ich ja auch Nahrung, die mir Energie liefert. Wenn ich mir schlechte Nahrung raussuche, dann liefert sie mir wenig Energie und das macht eigentlich auch keinen Sinn. Da hast du bestimmt noch ein Beispiel dazu. Nee, es macht überhaupt keinen Sinn. Also ich arbeite hart für mein Geld und soll mir dann Nahrung kaufen, ich nenne sie jetzt bewusst Nahrung, nicht Lebensmittel, die mir dann am Ende noch den Stecker zieht. Ich meine, wo soll denn meine Energie herkommen als durch die Nahrung? Ich verstehe das immer nicht, dass wenn ich zum Arzt früher gegangen bin und dann kommt so die Frage, rauchen Sie, trinken Sie, und dann ist doch alles gut. Aber auf die Ernährung wird nicht eingegangen. Ja, aber woraus bestehe ich denn? Ja, natürlich aus das, was ich dazu mir nehme. Wo soll es denn sonst herkommen? Ja, und deshalb macht es aus meiner Sicht hochgradig Sinn, auf meine Ernährung zu achten und eine hohe Qualität zu mir zu nehmen. Und natürlich geht es da nicht auch 100%, wir wollen keine Dogmatismen, wir sind auch selber keine Heiligen, ja, aber es geht darum, vielleicht im Beispiel mal gesprochen, es geht nicht darum, was ich zu Weihnachten esse, sondern es geht darum, was ich den Rest des Jahres esse. Und das ist so, wie wir beide das im Prinzip relativ ähnlich sehen. Also 80-20, 80% gut und 20% auch mal eine Ausnahme. Wir wollen ja auch irgendwie im sozialen Umfeld uns bewegen und mal feiern und auch mal 5 gerade sein lassen. Das stimmt. Aber Andreas, was ich in den ganzen Jahren meines Gesundheitswahns sozusagen, ja, das nennt sich ja jetzt Orthorexie, ein nach außen gerichteter Gesundheitswahn. Und ich bin so froh, dass ich damit auch eine Krankheit bekommen habe, endlich. Weil sonst wäre ich ja nicht normal, wenn ich gar nichts hätte. Stell dir mal vor, du bist gesund in der heutigen Zeit. Nee, aber was ich festgestellt habe in den Jahren ist, je mehr ich Rohkost gegessen habe, ich mache ja keine 100%, ja, aber so 50-70% habe ich eigentlich jahreszeitlichen Veränderungen immer dabei. Dieses Frische gibt mir eine Befriedigung und ich muss viel weniger essen. Ja. Und ich habe manchmal das Problem wirklich da draußen in dieser Welt, wenn ich irgendwo in ein Restaurant gehe und suche mir dann Essen raus, dass ich nicht befriedigt werde, weil ich sage, das war zwar gut, es war scharf, es war würzig und ich konnte trinken und alles, aber so richtig innerlich, seelisch, befriedigt, Körper, Geist und Seele war es nicht und dann weiß ich immer, in dem Essen waren jetzt nicht viel Nährstoffe drin. Ja, vielleicht kann man es auch mit dem Stichwort zelluläre Sättigung dann mal abstiefeln oder ab. Dingsen, wie auch immer. Egal. Wir kommen zum nächsten Punkt. Kosmetikas, Hautpflegeprodukte. Genau, ein weiter richtiger Punkt. Der betrifft ja nicht nur die Frauen, der betrifft Kinder, die Oma und auch die Männer. Oh, denn irgendeine Hautpflege in einer Form brauchen wir immer. Und da ist es doch so, warum haben wir die Natur und die Industrie macht aus der Natur irgendwelchen hyperchemischen Scheiß, den wir uns dann auf die Haut schmieren? Und es gibt ein ganz altes Naturgesetz, schmiere dir nur das auf die Haut, was du auch essen kannst. So, jetzt möchte ich dich da draußen mal bitten, selbst wenn du schon Naturkosmetik verwendest aus deinem Bioladen, nimm die mal im Mund. Viel Spaß beim Brechen. Ja? Oh. So, das heißt, wenn ich heutzutage in den Bioladen gehe und guck mal, was da für ein Mist an Naturkosmetik verkauft wird, was da für Chemie wirklich drin ist, die irgendwie mit einem ätherischen Vorbegriff deklariert wird, dann wird mir wirklich schlecht, wie dieses Wort Bio wirklich missbraucht wird, weil es uns künstlich irgendwie Gesundheit deklarieren soll, dem ist ja gar nicht so. Aber was Hautkosmetik natürlich beinhalten sollte, es sollte ein reines Naturprodukt sein. Und da gibt es Dinge, die man sich einfach aus der Natur greift und anwendet. Darum geht es. Also, das, was auf die Haut kommt, Andreas, wird ja genauso auch verdaut, denn es über die Haut innerhalb von 20 Sekunden in die Blutbahn kommt und der Körper diesen Stoff nicht kennt, dann entstehen Stoffwechselnebenprodukte. Das heißt, er verklebt zellulär im Blut, im Lymphsystem, arteriell, aber auch was Fortadern betrifft, was Ausscheidungen betrifft und es stockt der vitale Lebenskreislauf. Ähnlich wie bei der Nahrung soll auch deine Hautkosmetik irgendwo eine Nahrung sein, die der Körper, so wie er sie aufnimmt, auch wieder los wird. Und da gibt es bestimmt
bestimmt wichtige Tipps, die man wissen sollte. Ja, ich bin ja der Gute heute mit den vielen tollen Tipps im Blumenstrauß mit dabei. Aber es ist erstmal eine wichtige Erkenntnis, die mir irgendwann auch wirklich neu war zu erkennen. Meine Haut nimmt auch Stoffe auf, ja. Und es ist nicht nur das, alles, was ich hier oben reingebe, oder es heißt ja bitte nur auf die Haut und nicht essen. Letztlich macht es in vielen Dingen nur wenig Unterschied, ja, weil es eben auch in den Körper reingeht. Ein Beispiel, Andreas. Du gehst doch, weißt du, warst doch bei uns in der Leberreinigung in Haselbach. Und weißt du noch, wo wir diesen großen Berg hochgelaufen sind, wo ich gesagt habe, die Leute sollen sich auf ihre Atmung konzentrieren? Was ist passiert, wo alle oben waren? Was ist passiert? Alle waren ruhiger. Weißt du noch? Weiß nicht mehr, keine Ahnung. Weißt du noch, wie die Aussicht hieß, wo wir da oben waren, über 810 Meter? Die Pump. Ach, die Stelle da oben, wo ich so vorne weggegangen bin. Genau. Bei allen ging die Pumpe und alle haben festgestellt, wo sie oben waren, dass sie schwitzen. Das heißt, der Körper hat Flüssigkeit abgegeben. Und warum gibt er Flüssigkeit ab? Weil die Lunge es nicht schafft, beim Hochgehen genügend Sauerstoff aufzunehmen. Also geht der Körper in die Hautatmung über. Bei einem Hund ist es anders. Der hat nicht dieses Drüsengewebe. Der kann nicht über die Haut Nahrung aufnehmen, auch nicht über die Haut atmen und auch nicht über die Haut trinken. Der hechelt dann über die Zunge, weil sich dann die Ventile in der Zunge öffnen, um dann mehr Sauerstoff aufzunehmen. Deswegen hecheln Hunde auch nach Sport, nach Rennen, nach Bergen. Und wir müssen verstehen, dass wenn wir unsere Haut zukleistern, dann kann sie keine Licht, keine Nahrung, keine Flüssigkeit und vor allem das Allerwichtigste, Sauerstoff abnehmen, weil der Sauerstoff bringt die Kohlensäure wieder zur Abatmung. So, jetzt ja, kannst du. Damit haben wir noch einen weiteren Aspekt. Es geht also nicht nur rein, sondern es geht auch, also nicht um die Stoffe, die ich draufschmier, reingehen, sondern es geht auch um andere Aspekte, die ich dann so verhindere. Ja, sehr, sehr wichtiger Punkt. Also gut. Was gibt es denn für Alternativen für Hautpflegecremes? Das ist ja für unsere weibliche Zuhörerschaft extrem wichtig. Es gibt Kakaobutter, es gibt Shea-Butter, es gibt ätherische und natürliche Öle. Öle. Ja, also Kokosöl zum Beispiel steht bei uns immer im Badezimmer. Das kann man so vielfältig einsetzen. Ja? Also auch weit ab von Hautpflegecremes, zum Beispiel Ölziehen oder so. Es gibt Jojobaöl. Als Deo kann man sehr gut das... Warte. Andreas, ein kleiner Spiel. Die Kakaobutter. Ich liebe ja von den genannten diese Kakaobutter. Nicht nur, weil der Mann da spitz wird wie eine Russensende, wenn so eine Frau mit Kakaobutter eingeschmiert ist. Die riecht so toll. Man möchte da gar nicht aufhören zu beißen. Ich umformuliere es mal. Erzähl mir von zu Hause, bitte. Also diese Kakaobutter, die ist so toll. Also ein Baby riecht ja schon gut, aber ein Mensch mit Kakaobutter, wenn das so den Körpergeruch mit dir in Verbindung eingeht, oh, da gibt es Rohkost-Kakaobutter und es gibt nichts Besseres. Sie bietet vor allem wie Kokosöl auch einen recht guten Sonnenschutz. Das muss man mal sagen. Ja, die berühmte Russensense. Okay, weiter geht's mit Natron als Deo-Ersatz. Also ich will gar nicht wissen, ich weiß es ja letztlich, was sich als Deo unter die Arme gesprüht wird und was da alles drin ist. Es ist eine Vollkatastrophe, ja. Schwermetalle. Ja, es ist wirklich eine Vollkatastrophe. Ganz einfach, man kann ja Natron mit Wasser vermischen und das Schöne dabei ist, dass durch das Natron die Säuren neutralisiert werden und ich einfach nicht rieche. Und das nicht nur über 8 Stunden, sondern über 24 Stunden hinaus. Also es ist so einfach und so günstig. Das Einzige, worauf ich achten würde, ist ein natürliches Natron zu verwenden. Das kenne ich von dir, das ist Arm & Hammer oder das Bob's Red Mill. Genau, das heißt, du kannst schwitzen, aber es riecht nicht. Denn nur die Säure, also das Gift in dem Schweiß, stinkt. Nicht der Schweiß. Schweiß stinkt nicht. Es ist immer das Gift da drin. Und es gibt ja manche Männer, die riechen wie so ein Ziegenbock, weil die nicht ihre Tage haben. Die müssen es über den Schweiß rausschicken. Und manche Frauen erkennen ihren Mann mit 10 Meter Gegenwind. Wissen Sie genau, das ist meiner. Der, ja? Der Bock. Und ich habe manchmal in unseren Fasten- und Entgiftungskuren in Haselbach, habe ich manchmal Leute, die haben wirklich Stinkfüße und so riechen die Schuhe dann immer im Vorhaus unseres Seminarhauses. Und dann habe ich immer dieses Natron in so einer Sprühflasche und dann sprühe ich immer abends in diese Schuhe rein. Ja? Und du wirst nicht glauben, da kommen manchmal Leute zu mir und sagen, sag mal, Florian, hast du irgendwas mit meinen Schuhen gemacht? Und dann habe ich gesagt, warum? Na, ich weiß doch, dass ich Stinkfüße habe und dass die immer komisch riechen, aber bei dir riechen die gar nicht. Sag ich, ja, ich habe da ein bisschen Natron reingesprüht, nimm es mir nicht übel, aber das hilft allen anderen auch. Das war nicht auszuhalten letztlich, genau. Ja. So, was haben wir noch? Also neben Deo haben wir auch Zahncreme, ja. Also wenn du mal guckst, was es für Bio-Zahncremes, natürliche Zahncremes gibt, da zahlt man sich dumm und dusselig. Absoluter Wahnsinn. Aber es ist ja relativ einfach, Zahncremes selber herzustellen. Es gibt viele Möglichkeiten. Eine ist zum Beispiel, wenn man Kokosöl zwei Anteile nimmt, einen Teil Natron mit dabei mischt und dann noch ein bisschen Pfefferminzöl dabei gibt, 2-3 Tropfen, hat man eine ganz einfache Zahncreme selber hergestellt. Und früher, genau. Florian, war das ja ganz anders mit der Zahncreme. Also wenn wir den Ersten, Zweiten Weltkrieg mal gucken.
Du, meine Oma, die hatte nie Zahnstein, nie Parodontose und Plaque. Sie musste auch nicht zweimal im Jahr zur Zahnreinigung gehen, was irgend so eine Krankenkasse mit unterstützt, sondern wenn du mit Natron deine Zähne putzt, können sich keine Belege in den Zahnhälsen halten. Es können sich auch keine Bakterien einnisten. Und somit hat es einen reinigenden, ablösenden, aber auch entkeimenden Prozess. Und wenn man das mit Öl vermischt, dann hat es natürlich einen guten Schmierfilm, dass es nicht so scheuert. Und die ätherischen Essenzen von Salbei, Oregano oder Pfefferminze, ey, da hat man eine ganz günstige Zahncreme natürlich hergestellt. Sehr schön, dass man das mal bringen. So, Ich habe das Gefühl, wir ein werden heute weiterer ein bisschen Punkt. länger. Wir wollen trotzdem noch den Content weiterliefern, den wir ja haben. Punkt 4, Ja, wir können Medikamente. auch schon. Wir können auch einen Genau. Cut machen und das nächste Mal weitermachen. Können wir auch machen. Na, lassen wir. Jetzt passt es so Gut, gut. wird es heute ein Also, bisschen länger, ja. genau. Wer Medikamente zu sich nimmt, der soll eben wissen, dass Medikamente sehr viel Rückstände hinterlassen. Manche Medikamente werden nur zu 5% ausgeschieden, wie bei der Pille zum Beispiel. Jetzt frag dich mal, wo kommen denn die 95% hin? Die werden im Körper eingelagert. Das heißt, das sind Einlagerungsdepots, die der Körper bilden muss, weil er Stoffe eben nicht kennt. Rein kennen wir ja den Weg, aber raus nicht, wenn die Entgiftungsleistung nachlässt, weil sich das Medikament über Wochen, über Jahre, über Monate in einer verstärkten Form einlagert, dann haben wir ein Riesenproblem und Medikamente verschieben das Symptom. Aber eigentlich heißt es, an eine ganz andere Sache ranzugehen, Andreas. Ja, also ich bin jemand, der für mich immer Ersatz zu chemischen Medikamenten sucht. Ja, das ist ja oftmals möglich, weil wenn ich mir die Medizin angucke, was macht die denn? Die nimmt sich doch letztlich auch immer die Natur als Vorbild, nimmt dann halt diese Stoffe, nimmt dann synthetische Auszüge daraus und die werden dann vielleicht noch ja, synthetisch nachproduziert, um da eben große Mengen von herzustellen. Aber es wird oftmals oder meistens oder immer, keine Ahnung, die Natur immer als Vorbild an der Stelle genommen. Es wird immer wieder gesucht und geforscht, was gibt es denn da für Mittel, die wir vielleicht noch nicht kennen. So, und es geht jetzt auch nicht darum, irgendwie die Homöopathie zu empfehlen, denn auch dort gibt es eine Menge Schindluder, sondern es geht jetzt darum, also mir und uns geht es darum, sich wirklich an der Natur zu orientieren. Und wenn man sich damit auskennt, dann kann man wirklich die Kraft hochpotenter Pflanzenkraftstoffe für sich verwenden. Aber noch viel besser, Florian, wäre es ja, einen anderen Weg zu gehen. Ja, welchen denn? Naja, eigentlich wäre es noch viel besser, um rauszufinden, was ist eigentlich die Ursache? Also, weil Genau. Medikamente sind ja immer dieses Bild von der Autolampe, also vorne im Cockpit ist die Lampe, die rot brennt und die Medikamente sind ja meistens so, entweder ich schraube die Lampe raus oder ich klebe ein Pflaster drüber und dann sehe ich es nicht mehr, ja. Aber Genau, eigentlich will ich einfaches mit Beispiel. dem Auto in die Werkstatt fahren, gucken, was ist es. Und deshalb wäre das eigentlich der allerbeste Weg. Genau, Blutverdünner bringt zwar das Blut in eine Verdünnung, aber das Problem ist eigentlich ein ganz anderes. Ich habe Bluthochdruck, also Wut ist das seelische Thema, aber die Verklebung des Körpers von innen, die Verdickung, die Einlagerung ist eigentlich hier im Cholesterinbereich, in der Fettleber das Problem. Ja. Wenn ich jetzt einen Blutverdünner nehme, dann verschiebt er das Problem in eine neue Krankheit, in einen Schlaganfall, ne, einen Herzinfarkt, in irgendwas, aber nie in gesund werden, weil ich das Produkt ständig einnehmen muss. Und da muss ich Geld bezahlen, die Pharmazie freut sich, der Arzt freut sich und alle werden darauf geschult, von klein auf an. Die Lösung wäre doch zu gucken, was sorgt denn dafür, dass meine Arterien verkalken? Ist es das Fleisch? Ist es der Käse? Sind die Milchprodukte? Ist es das späte Essen? Ist es der Stress? Sind es die Schichten? Ist es die Art und Weise der Körperhygiene? Es gibt sehr viele Ursachen, die zu finden ist eigentlich die Lösung, weil sie entlastet unsere Umwelt. Denn die Medikamente gehen ja in die Umwelt zurück und sorgen dafür, dass andere Menschen in Kleinpotenzen diese Medikamente zu sich nehmen und dadurch auch eine Krankheit bekommen. Das heißt, jeder Mensch, der da draußen Medikamente nimmt, belastet damit das Leben anderer Menschen. Und das sollte uns zu denken geben. Es ist nicht die Lösung, ein Medikament einzunehmen. Es ist nur ein vorübergehender Zustand, der mal zu tolerieren wäre und nicht dauerhaft. Ja, So, das ist zumindest unsere Sicht der Dinge, Kunststoffe. genau. Kunststoffe und Weichmacher, Der nächste Andreas. Ja, Punkt. Oh ja, jetzt bin ich wir reden gespannt. über die Belastungen in den Meeren, Fische sterben, dass wenn ich einen Fisch aufschneide oder Tintenfische, dass da ganz viele Kunststoffäden drin sind. Und die Welt ist ein Organismus. Und wie ist es mit uns Menschen? Keine Rede darüber, was machen die Kunststoffe und Weichmacher denn in unseren Körper, die da hineinkommen, wenn wir den Fisch essen, wenn wir das Wasser trinken und so weiter. Und diese Weichmacher, diese Nanokunststoffe sozusagen, die bis heute noch gar nicht vollständig erforscht sind, man hat das Gefühl, das wird wirklich wissenschaftlich unterdrückt, dass man das gar nicht an die Öffentlichkeit ranbringen will, hat Störungen in Autoimmunerkrankungen, hat Störungen in Kopien unserer DNA, verstopft, verklebt unsere Zellen, reduziert die Ausscheidungskraft unseres Körpers und man kann den Kunststoff mit kleinen Mechanismen auch umgehen. Ja, ich glaube, jetzt bin ich wieder dran. Ne? Also, wir haben es ja oft im Wasser drin. Ne? Das ist ein großes Problem. Und deshalb ist unsere Empfehlung, wirklich eine gute Filteranlage zu verwenden. Da gibt es unterschiedliche Firmen, die da wirklich sehr, sehr gute Arbeit
leisten. Es gibt aber auch die Möglichkeit für alle, die sagen, Filteranlage ist mir zu teuer und wenn will ich was richtig Gutes haben, würde ich auch empfehlen. Man kann natürlich auch sich das Wasser kaufen in Glasflaschen und wenn das auch noch mineralarm ist, dann würden wir es auch wirklich empfehlen. Und eine Marke, um mal wirklich das Kind beim Namen zu nennen, was wir da gerne verwenden, beide, das ist Black Forest. Günstig, genau. Mineralarm und auch in vielen bekannten Supermärkten zu bekommen. In Glasflaschen, genau. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel. Ein Beispiel, es gibt ja noch viele weitere, genau. So, es gibt aber auch natürliche Kleidung aus Baumwolle, Florian. Genau, ich sage immer, an meine Haut kommt nur Nicole Wasser und Baumwolle und Bianca Rauchseifen. Ne? Ich habe ja auch ein bisschen Naturkosmetik für mich als Mann. Und Baumwolle finde ich ganz, ganz toll, weil sie den Körper eben auch vom Schweiß gut entlastet, sie auch wieder sehr schnell trocknet und den Körper nicht elektrostatisch entlädt, wie zum Beispiel Nylon oder Vlies und so weiter. Aber auch Seide und Hanf kann man als Unterwäsche sehr gut empfehlen oder die Schafswolle, wem das mit dem Schafswolf oder mit der Scheuerstelle nicht stört. Es ist eine schöne Sache. Ja. Aber am besten wäre es, Andreas, das darfst du mir jetzt abnehmen. Ach ja, komm. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Wir lassen die Unterwäsche einfach besten. Ganz weg, genau. Ja. Lass sie weg, genau. Wenn es geht, ja, zu Hause, abends im Bett, der Mann, die Frau freuen sich aber im Alltag, um die Körperflüssigkeiten aufzunehmen, empfehle ich halt Baumwolle. Ach, ich liebe es, wenn du von zu Hause erzählst, Florian. Okay, ja. Gut. Aber wir haben noch was. Es gibt ja noch mehr als nur Wäsche, sag ich mal, und Wasser. Also ein weiteres Beispiel wäre jetzt halt auch Aufbewahrungsgefäße. Und da gibt es ja mittlerweile ganz tolle Möglichkeiten, wenn ich jetzt mal als Beispiel so eine Brotbüchse nehme, wie meine Kinder morgens mit zur Schule nehmen. Da gibt es welche aus Hanf, also in vielen Bioläden kann man gucken, ist aus, oder aus Edelstahl, die verwenden wir persönlich, oder Keramik. Oder man kann ja auch Nylon nehmen oder die weichmacherfreie Verbindungen enthalten. Genau. Richtig. Also es ist nur ein Beispiel jetzt bei Kunststoffen. Guck mal zum Beispiel, viele kommunizieren nicht über das nächste Problem, Handystrahlung, Blut-Hirn-Schranke, Verklebungen des Blutes und so weiter. Wir wissen ja heutzutage, dass die Mikrowelle das Essen molekular verändert. Wir wissen auch, dass wenn ich mit dem Handy telefoniere, dass der Kopf warm wird, dass das Ohr warm wird, dass ich Kribbeln im ganzen Körper verspüre und dass immer viel mehr Menschen eine Elektrosensibilität entwickeln. Warum entwickeln sie eine Elektrosensibilität? Weil durch die Handystrahlung oder durch die WLAN-Strahlung oder das neue G5-Netz, was da irgendwann kommt, im Körper sich molekular auch etwas verändert, nämlich unsere Blutzellen gerinnen. Wir sprechen hier in der Dunkelfeldmikroskopie von der Geldrollenbildung. Je dicker und verklebter das Blut, umso immunschwächer werden wir, umso weniger entsteht positive Laune, schlechter und langsamer reagieren wir. Wir werden immer müder, immer lahmer, immer im Energiestoffwechsler, immer reduzierter. Und es gibt Lösungen, wie man sagen kann, okay, wenn ich schon das Handy nutze, wenn ich viel WLAN auf der Arbeit habe, wenn ich damit in der heutigen Zeit produktiv bin und ich kann es ja auch nicht ändern, mich auch hier irgendwo mit einem kleinen Trick zu entlasten, Andreas, hast du da ein paar Lösungen für uns? Na klar, ich bin heute der Mann der vielen Lösungen. Also, ich kann mal sagen, wie ich es mache. Also, bei uns wird das Handy nachts ausgeschaltet oder man kann es ja auch in den Flugmodus schalten, wenn man es, weiß ich, zum Beispiel als Wecker verwendet oder sowas, damit es nicht komplett weg ist. Ja? Manche Handys sind auch, wenn sie aus sind, springen beim Handy wieder an. Es gibt ja von bis. Aber auf jeden Fall würde ich das ausschalten, die Strahlung. Wird auch den WLAN-Router nachts ausschalten. Der muss ja nicht nachts noch nämlich Dauer bestrahlen. Und genau. Wichtig ist auch, wenn ich mit dem Handy unterwegs bin und mich in einem faradäischen Käfig befinde, also dann meine ich jetzt das Auto, es ist nämlich wie ein faradäischer Käfig. Verstärkt die Welle, Da würde ich wirklich darauf achten, also wie das WLAN auszuschalten. Das macht auch keinen Sinn im Übrigen, im Auto das WLAN anzumachen. Das zieht ja nur mein Akku, wird mein Akku schneller leer. Also das sind so kleine Dinge, damit man sich nicht wie so ein Hühnchen grillen lässt von dem Ding und den Strahlungen den ganzen Tag. Und genau wie du sagst, einfach mal eine Ruhephase auch in dem Körper mal zu gönnen. Genau, Belastung ist gut, wenn wir sie kennen, aber Entlastung muss folgen, damit Belastung sich gleich Entlastung rechnet und wir sind plus minus null raus. Genau, jetzt kommen wir zum siebten und dem letzten Punkt. Das sind die Reizstoffe im Alltag, wie Kaffee, Alkohol, Emotional Eating, Zucker. Was ist denn Emotional Eating, Florian? Ja, Andreas, da will keiner drüber reden, aber ich sag immer auf gut Deutsch, habe ich einen scheiß Job, eine scheiß Arbeit, keine Wertschätzung, ich kriege nie genügend Geld entsprechend meiner Leistung und gehe mit diesen ganzen Frustrationen durchs Leben, dann komme ich jeden Abend von der Arbeit heim und irgendwas hat mir am Tag gefehlt. Irgendwas, irgendeine seelische Liebe, irgendeine Berührung, irgendwas, was mich innerlich nährt, wofür wir diese ganzen Sachen hier eigentlich auch machen.
ja, Lob zu bekommen dafür, dass wir uns in der Welt entwickeln dürfen. So, und was machen die Menschen, die sich da drin immer wieder versklaven lassen, immer wieder aufs Neue? Sie unterliegen den Emotional Eating. Das heißt, Fresssüchte, Reizstoffe, die Pizza am Abend 22 Uhr, das tägliche Bier, das sie so nennen, die Tafel Schokolade, die Schokoneger, was sie so alles in sich aufnehmen. Das hat ja nichts oft mit Nahrung zu tun, denn am späten Abend braucht kein Körper mehr Nahrung. Das ist die Befriedigung im Innern und wir nennen das eben Reizstoffe. Man kann sie als Genussstoffe ansehen in diesem Maße, aber viele laufen den Reizstoffen hinterher, weil sie schon lange nicht mehr Herr der Lage sind. Und früher war das eigentlich anders, es wurde anders genutzt. Und vielleicht kannst du uns ein Beispiel nennen. Ja, früher weiß ich nicht, aber auf jeden Fall gibt es schöne Alternativen, wenn wir jetzt auf den Kaffee mal gucken. Ja? Also Kaffee war, wenn ich richtig informiert bin, als Genussmittel, oder wurde es zumindest eingesetzt und nicht wie heute als Dauerdroge. Und, ein Ritual. Also teilweise kann ich ja nur den Kopf schütteln, aber es ist halt einfach so, dass Leute das brauchen, um irgendwie morgens wach zu werden. Es wird halt missbraucht. Genau. Aber es gibt da ja auch ganz tolle Alternativen. Wenn wir jetzt über Kaffee reden, können wir auch mal auf die Folge 8 verweisen. Und da haben wir auch einige Alternativen vorgestellt. Es gibt zum Beispiel den Matcha Latte, den Kurkuma-Kaffee oder den Lupinen-Kaffee. Den Lupinen-Kaffee, den mag ich selber auch sehr, sehr gerne. Also wie gesagt, Folge 8 gibt es da ja eine ganze Folge rund um das Thema Kaffee. Genau, beim Zucker, ne? Industrieller Zucker kann man doch ganz einfach austauschen gegen Kokosblütenzucker. Im einfachsten Fall auch mal Agavendicksaft, ja? Oder Erythritol, Sucrit oder Dattelsirup, der auch in Rohkostqualität zur Verfügung ist. Und da hast du einen echten Zucker, der kann süß sein, aber der muss auch Mineralien enthalten und nicht wie ein leergeräuberter Industriezucker, der nur noch 2 Mineralien von 16 enthält durch die industrielle Herstellung. Ja, und es geht ja auch um diese kurzkettigen Zucker, die sehr schnell ins Blut gehen und den Blutzucker extrem nach oben treiben und der Körper dann durch das Insulin das wieder reduzieren muss. Und da kommen wir in diese Jojo-Effekt rein, dann geht der Blutzucker in den Keller und ich kriege plötzlich wieder Hunger und kann mein Gehirn nicht mehr richtig nicht mehr benutzen und muss da wieder nach Zucker reinschmeißen und da komme ich in einen Teufelskreis rein. Also ich denke, es regt an zum Nachdenken. Das sind einfach jetzt mal ein paar Beispiele. Es gibt noch mehr, da könnten wir jetzt noch Stunden drüber reportieren. Aber es geht eigentlich um was ganz anderes, was wir vermitteln wollen. Es geht darum, sagen, okay, wenn ich Probleme kenne und ich kenne auch jetzt mal ein paar gute Lösungen, Andreas, das war wirklich cool, sehr vielen Dank. Also ich kann mit den Infos, wenn ich jetzt Anfänger wäre, sehr gut arbeiten. Es geht einfach darum, wenn ich viele Belastungen habe im Alltag, die auf mich einwirken, dann muss ich auch neue Mechanismen erfinden, die mich entlasten. So wie es Tag und Nacht gibt, Ebbe und Flut, Gut und Böse, Hell und Dunkel, heißt es also, wenn ich viele Dinge habe im Leben, die mich vergiften, dann muss ich Sondermaßnahmen erfinden, mich zu entgiften. Sprechen wir es ganz klar an. Und das sind eben nicht nur neumoderne Erfindungen des Fastens, der Leberreinigung, der Darmsanierung, des Energiefastens oder Kurzzeitfastens oder Intermittierensfastens, der Entsäuerung, der Schwitzkuren, die es gibt, der künstlichen Fieberkuren, die es gibt, der Wickelkuren, die es gibt, anzuwenden, um souverän in einem Leben stabil zu sein, weil der Vorteil, der sich daraus ergibt, Andreas, ist, du kannst dir mehr erlauben, du wirst länger durchhalten, du wirst gesunder aussehen und du wirst auch in allen Bereichen, häuslich wie beruflich, mehr Leistungen bringen können. In dieser Welt, in der man ja nur noch nach Leistungen bewertet wird, so traurig es aber ist, nutze die Möglichkeiten, schütze dich vor den Gefahren, lerne mit ihnen umzugehen und sei souverän in einem Leben, das nun mal so ist, wie es ist. Ja, genau. Ja, und in diesem Zusammenhang möchte ich natürlich gerne hinweisen auf das Live-Webinar am 12. Februar 2019, wie du in 5 Tagen deine Selbstheilungskräfte aktivierst. Dort wirst du, Florian, noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Mhm. Also, wer da Interesse dran hat, dann aber ganz einfache Möglichkeit, du kannst dich dafür anmelden. Es gibt da eine Adresse, auf die du klicken kannst. Die findest du in den Infos zu diesem Podcast oder in den Shownotes auf grünundgesund.de zu diesem Podcast. Oder wenn du unterwegs bist, kannst du auch eine SMS schreiben an die deutsche Nummer, also 0049, wenn du aus dem Ausland kommst. Sonst die 01771 789 317. Und in diese SMS schreibst du einmal das Stichwort Selbstheilung, dann ein Leerzeichen und dann deine E-Mail-Adresse. Die schickst du ab und dann bekommst du eine Bestätigungs-E-Mail automatisch zugeschickt mit allen weiteren Infos, bist angemeldet und kannst dir dann gerne dieses Webinar, das Live-Webinar von uns am 12. Februar angucken.
Genau, da geht es wirklich um Entgiftung effektiv zur Durchführung von zu Hause aus. Welche Tricks, welche Tipps kann ich da empfehlen? Welche Erfahrungen sind wichtig, in der heutigen Zeit zu wissen? Ja, genau. Super. Ja, prima. Also, ihr Lieben, Dankeschön fürs Zuhören. Wir sagen erstmal, das war's für heute mit der Gesundzeit. Wir würden uns freuen, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Und für heute sagen wir, ciao, macht's gut, dein Andreas. Und Florian Sauer. Genau, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Ciao. Tschüss.